Yeah, Leute, willkommen wieder zurück zu Hyrule Warriors auf der Extra-Karte. Und zwei Extra-Schlachten habe ich im letzten Part ja schon gewonnen und dadurch habe ich das blaue Heldengewand für Link bekommen. Es gibt aber noch ein rotes, aber dazu muss ich erstmal die anderen Extra-Schlachten gewinnen. Ihr seht, die Karte hat sich jetzt ein klitzekleines bisschen verändert, weil ich es jetzt auch endlich geschafft habe, noch das letzte sechste Bild, das vom Master Quest Pack, auch noch zu vervollständigen. Deswegen gibt es jetzt hier unten nochmal eine weitere Schlacht, aber die kommt sowieso erst ganz am Schluss dran. Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich erstmal hier drüben weiter. Abenteuerschlacht, die Mächte des Bösen. Empfohlenes Element ist Elektrizität. Alles klar. Gut, wir kämpfen mal wieder in der Ranell-Schlucht, haben wir ja schon ziemlich lange nicht mehr, nicht wahr? Jo, und ich werde trotzdem Link nehmen, weil er einfach bei mir am stärksten ist. Ich könnte zwar auch Lana nehmen, aber ja, ich möchte gerne mal wieder mit den Handschuhen kämpfen, weil die sind auch ziemlich cool. So, Handschuhe, und zwar habe ich hier Krafthandschuhe mit 4 Sternen, Angriffskraft 392, also nicht gerade schwach und ja gut, sieht zwar aus wie ein Kettenhund, kennen wir ja schon, aber egal, das nehme ich und damit wird es auf jeden Fall klappen. So, neue Mission, besiege rechtzeitig alle feindlichen Hauptleute in 3 Minuten. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? In 3 Minuten soll ich die Typen besiegen. Schließ Frieden mit deinen Göttern, bevor ich dich ein Stück reiße. Ah, ja, wer will jetzt Volga, okay. Ich frage mich nur, ob er das überhaupt schaffen kann. Ja, und ihr seht, Link trägt halt das blaue Heldengewand, habe ich ihm schon angezogen gehabt. Damit ihr das mal in Aktion erleben könnt. Aber 3 Minuten, das ist echt verdammt wenig Zeit. Das ist wirklich nicht viel Zeit. So, und jetzt Upside Down. Knacks! Oh, na viel sieht das aber leider nicht auf. Sie drängen uns zurück! So, Harry Hopman in Gefahr, aber der kann mich mal. Ich glaube, es ist aber trotzdem nicht wirklich verloren, wenn man jetzt keine Zeit mehr übrig hat. Dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, dann passiert nämlich noch irgendwas anderes. Da hat man dann trotzdem noch eine Chance, die Schlacht immer noch zu gewinnen. So. Mann, jetzt... Komm schon! Komm schon! Mach endlich den Schwachpunkt kaputt! Ey, das gibt's nicht! Jedes Mal, wenn ich immer eine reinhauen will, dann... Ja, funktioniert nicht. So eine Kacke. Jetzt reicht's. Komm her. Knacks. Und jetzt nochmal Upside Down. Take this. Boom. Alter, immer noch nicht tot. Warum nicht? Warum nicht? Aber jetzt. So. Volga kaputt. Und nicht mal mehr 1,5 Minuten Zeit für die anderen drei. Das ist unmöglich zu schaffen. Das kann man nicht schaffen in dieser kurzen Zeit. So, ui, Dunkelvolga, na ganz toll, das wird ja noch schlimmer jetzt. Dunkelvolga, wollt mich wohl alle verarschen? Das kann man doch gar nicht schaffen. Bitte, ich bin Stufe 99. Das ist ganz schön heftig. Ich habe jetzt gleich nur noch mal 1 Minute Zeit, also das ist impossible zu schaffen. In nur 3 Minuten, das ist ja viel zu wenig Zeit, das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Das geht never ever. Kann ich voll vergessen. Na, was ist denn hier für ein Blödsinn eingefallen? Wie soll man das machen? Ernsthaft jetzt? So. Und nochmal. Upside down. Bam. Alter, das zieht ihm auch voll wenig ab irgendwie. So, nur mehr 40 Sekunden, nicht mal mehr. So, und freeze. Boom. Das kann man nicht schaffen. Nein. Mann, jetzt stirb doch endlich mal. So. Dunkelvolga hat es auch erwischt. Supermaterial, okay. Und die Truppen von Sia haben Verstärkung an. Xanto ist hier. Was zur Hölle? Xanto und Gandorf und Girahim. Holy shit. Ist doch nicht wahr. Wir haben gleich nur mehr 10 Sekunden mehr. Was passiert denn dann jetzt? Da wird noch was passieren. Da habe ich sicher noch nicht verloren. Ja, Girahim wurde gesichtet. You don't say. Bam. So, Zeit abgelaufen. Ja, Mission fehlgeschlagen. Naja, Mission, aber nicht die Schlacht. Der Feind beginnt auf Befehl seiner Hauptleute eine Großoffensive. Ja, das war irgendwie zu erwarten. Die stürzen sich jetzt nämlich, glaube ich, alle auf Zelda. Der feindliche Feldmarschall wurde beim verbündeten Feldmarschall gesichtet. Was hältst du von diesem Plan? Nicht gerade viel. Ganz ehrlich. Ja, besiege den feindlichen Feldmarschall. So, jetzt sind die nämlich alle hier. Rom ist noch da, Grimm ist da.
Oh mein Gott! Ich will dich schlafen schicken, Kind. Vergiss es! Boom! So, Lana ist nämlich diejenige, die hier nicht fliehen darf, sonst haben wir verloren. Aber ich glaube, die hält hier ziemlich viel aus, obwohl, naja, sie ist schon ein Drittel verloren, das ist auch nicht so schön. Du denkst, mit diesem lächerlichen bisschen der Stärke kannst du mir etwas entgegensetzen. Alter, was ist das denn bitte für eine Extraschlacht? Sind die irre? Ist doch viel zu schwer. Ihr seid doch alle nicht mehr ganz dicht. Ja, ich finde, das sieht hier nicht gut für mich aus. So, jetzt habe ich mich mal geheilt. Jetzt schnauze hier verdammt nochmal. Was soll denn das? So eine Frechheit. Also wie gesagt, das kann man... Dunkelbüroma gibt es ja auch noch, okay. Das ist jetzt eine heftige Extraschlacht, muss ich echt sagen. Ah! Oh mein Gott, findest du das Kamehameha? Moment, hier gibt es noch SP, gibt es hier noch. So, Achtung. Spezialangriff. Take this. Ihr seid doch alle total bescheuert hier. Was soll denn der Quatsch? So, aber Lana hat immer noch die Hälfte ihrer Lebensenergie. Aber das ist, glaube ich, auch normal, dass das passiert. Wenn man halt nicht in 3 Minuten, und ich frage mich auch, wie man das überhaupt in 3 Minuten schaffen soll, dass man... zweimal Volga und zweimal Pyroma besiegt, dass die sich dann halt alle auf Lana stürzen. Aber wirklich wichtig ist eigentlich, dass man sie besiegt. So, und nochmal. Turn around the world. Zack, boom. Das ist ja nicht zum Aushalten. Jetzt reicht's. Verpisst euch. Lasst uns in Ruhe. Bam. So, Sir ist nämlich gleich hin. Und zwar jetzt. So, take this. Und stirb. Okay, gehen wir noch nicht ganz. Aber jetzt. Mission erfolgreich. Ha! Was sagst du nun? Wir dürfen uns nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Endlich ist es vorbei. Bin ich froh, dass du nicht verletzt bist, Link. Das war heftig. Ui, nur Rang B bekommen, wie schlecht. Naja, habe ich mir gedacht, aber es gibt ja sowieso keine Belohnung von Rang A, es ist das egal. Und hey, immerhin 45.000 Rubine habe ich bekommen und Goldhandschuhe mit 2 Sternen, naja. Aber ist eine legendäre Fähigkeit dabei hier, ne? Mal 25.000. So, hier besiege Feinde, um die Fähigkeit zu aktivieren, 25.000. Sonst stand da eben immer, das Siegel muss durch die Bankkraft des Masterschwerts gebrochen werden, also bei den anderen Waffen. Deswegen, ja... die Silberhandschuhe hier können weg. Vielleicht sogar noch was anderes. Wartet mal. Was haben wir hier noch? Krafthandschuhe? Nein, die haben nur 2 Sterne. Aber hier habe ich auch eine legendäre Fähigkeit drin. Goldhandschuhe ebenso hier. Hier habe ich jetzt 2-mal. Ja, wie einmal noch die werden. Ich meine, will ich die Silberhandschuhe noch behalten. Da kann ich mir jetzt nicht so davon drehen. Aber hier Goldhandschuhe mit nur 1 Stern kann ich meinetwegen auch noch wegtun. So. Gut, und wir bekommen ein Moblin-Großschild und Volgas Helm und Sias Armband und noch einen Schild-Moblin-Helm. Aber ernsthaft bitte, das kann man unmöglich in 3 Minuten schaffen, dass man da 2-mal Volga und 2-mal Pyroma besiegt. Also einmal die normalen und einmal die dunkle Version von denen. Also das geht doch gar nicht, bitte. Ich war jetzt Stufe 99 und hatte meine Stufe 3 Waffe dabei mit dem empfohlenen Element sogar. Und trotzdem, das ist unmöglich. Also wie soll das bitte gehen? Naja. So, und hier gegenüber haben wir die Auserwählten. Okay, empfohlenes Element ist Licht. Naja, gut, die Auserwählten.
Ja, machen wir die Außenwelt. Die Bossgalerie hebe ich mir dann für den nächsten Part auf. Machen wir das. Gut. Wieder mal bei Ganons Schloss. Ich nehme das wahre Masterschwert, weil Epona ist, glaube ich, dafür nicht wirklich gut geeignet. Die zeige ich euch noch ein anderes Mal, aber hier bestimmt nicht. Außerdem ist das Masterschwert jetzt hier meine stärkste Waffe. Also, let's go! Neue Mission, erobere die feindliche Festung und gelange zum feindlichen Hauptquartier. Mist, nach ein wenig Unterhaltung. Da kannst du gerne haben. So, erobern wir gleich mal die Südfeldfestung. Bitte helft mir. So, der Motivator wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Oh je, das ist aber jetzt nicht gut. Der Motivator hat den Trumpf von Gandalf angespornt. Na, ganz toll. Mal der Turm von Gandalf steigt, aber die Südverfestung haben wir jetzt trotzdem mal erobert. Das Blöde ist, da drüben ist jetzt gerade irgendwie die Tür zu. Der Motivator muss schnell besiegt werden. You don't say. Das Problem ist nur, ich komme da drüben jetzt nicht rein. Wenigstens hier mal wieder eine normale Abenteuerschlacht, wo wir ein bisschen abgegrenzt sind von allem. Wie gesagt, hier ne, ist die Tür zu. Da oben auch. Das heißt, ich muss wirklich einen ganz großen Umweg gehen, bis ich den Motivator überhaupt erreichen kann. Naja, wäre sonst, glaube ich, auch zu einfach. Gut, die stehen hier alle rum. Ich glaube, Zelda darf halt nicht fliehen. Das Hauptquartier darf natürlich auch nicht fallen, eh klar. So, und da oben gibt es eine Fee der Finsternis. Und hier haben wir Girahim schon wieder. Die olle Tunte. Na, warte. Diesmal mache ich dich aber platt. Nicht so wie in der vorherigen Schlacht, wo das irgendwie nicht so wirklich geklappt hat. Wart! Ah, du bist es. Wenn es dir nichts ausmacht, werde ich nun ernst machen. Na bitte nicht auf die Art. Kann ich gerne verzichten. So, los, komm ein bisschen hierher, wo die anderen Typen sind, dann erwische ich euch nämlich alle. So, und Riesenwirbelattacke! Take this! Jawohl! Und schon haben wir die Ostfestung erobert und da ist die Fee der Finsternis. Ich muss mich jetzt aber nur irgendwie dann noch für eine Festung entscheiden, weil ich sehe gerade, es gibt zwei Festungen in Finsternisbeere. Das eine ist das feindliche Hauptquartier, das andere ist irgendwie, ja, ist eine normale Festung. Ja, ich nehme dann lieber mal wieder das feindliche Hauptquartier dann. Und Girem ist platt. So, eine Waffe gedroppt. Unfassbar. Diese Schande wird mich auf ewig verfolgen. Ja, das kann gut sein. Drama, Baby, Drama. Na gut gemacht, bei dir sieht das so leicht aus. Ja, ich kann's halt. So, und da haben wir Santo, den ollen Penner. So, komm her! Riesenwirbelattacke! Es erfordert Mut, sich mir zu stellen, ja. Und starke Waffen natürlich auch. Wenigstens habe ich jetzt völlig endlich Faroris Donnersturm 3 als Medaille schmieden können. Das heißt, Festungen werden sehr viel schneller erobert. Ihr seht, wie schnell hier die Anzeige runterkracht. Ah, so schön ist sie leer. Da ist der Festungskommandant. Und das war der Festungskommandant. Ja, erobere feindliche Festung, geöffnet die Tore. Ja, habe ich gerade gemacht. Einige Festungen von Truppen von Gandalf sind offen. Oh yeah. Ja, Truppen von Gandalf wurden in mehreren Festungen gesichtet. Ach was. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, machen wir schnell Zanto-Platt hier, dass der keinen Stress macht. Linker Zanto besiegt. Schwupps, so, Silbermaterial. Ich werde es mit Würde tragen. Du und Würde? Glaubst du doch nur selber nicht, du Spinner. Gut gemacht, Link. Gut, ich sehe das so leicht aus. Ja, ich kann's halt. Ich hab's eben voll drauf. So, jetzt muss ich aber irgendwie sich da zu dem Motivator hinkommen und den erstmal platt machen. Von da oben ist ein bisschen umständlich. Ne, ich gehe lieber woanders hin. Problem ist nur, wenn die feindlichen Truppen motiviert sind und mehr Moral haben, dann haben unsere auch ein bisschen mehr Problemchen. Ja, das war wunderbar, Link. Ja, weil ich schon 500 groß habe, hä? Danke für die Blumen. So, ich gehe jetzt hier einfach mal hier so ganz schnell rein mit einer Riesenwirbelattacke. Pfeif auf das bisschen Schaden, was ich hier kriege. Ich hebe mir die viele Finsternis fürs feindliche Hauptquartier auf. So, bad, seht ihr? Ist ja gleich vorbei. Und gleich nochmal. Riesenwirbelattacke. Wirbelschlitz. Bam. So, seht ihr, Festungskommandant ist schon da. Und schon kaputt gemacht. Sehr gut. So, und jetzt... Was? Warum ist hier immer noch zu? Verarschen? Da ist immer noch zu. Die Tür hier. Warum geht das hier nicht auf? Mach die Tür auf! Mach die Tür nicht auf! Ist das fies? Das geht nicht. Okay, gut. Das ist jetzt natürlich auch ganz schön assi. Da
dass das gar nicht geht. Ich dachte echt, da geht die Tür auf. Na, da muss ich einen noch größeren Umweg nehmen. Kann man jetzt nicht ändern. Alter, wer ist denn hier alles drin? Seid ihr alle kacke? Alter, na klar. So, die Mittelfesten droht zu fallen. Ja, ich sehe es. Es sind schon wieder viel zu viele uneingeladene Gäste hier drin. Kann ich überhaupt nicht leiden. Und take this! What? Ganz schön dreist. So, du stirbst auch, blöder Errolfos. Stoßtut mal, man kann noch sterben gehen. Na, genau so. Und natürlich auch so. Wah! So macht man das. Nee, die Mittelfestung jetzt fällt, ist nicht so schlimm, aber naja. Jetzt gehen wir erstmal hier oben hin. Ist wirklich blöd. Ich habe die eine Festung da links, habe ich da erobert und trotzdem ist die Tür nicht aufgegangen. Voll assi. Warum denn? Warum denn so fies? So, muss ich hier oben überhaupt rein? Nein, nicht unbedingt, aber ich kann es ja trotzdem machen. Die Bergfestung erobern. Kriege ich noch mehr Chaos zusammen. Aber wie gesagt, Rang A auf den Extra Cup kann man natürlich gerne machen, wenn man will, aber es bringt einem nicht wirklich was. Das rote Hellengewand kriege ich auch, wenn ich nicht in allen Extra Schlachten jetzt einen A-Rang habe. Das ist egal. So, was wäre es in Gefahr? Achso, da drüben ein Harry Hauptmann. Naja. Der kümmert mich jetzt nicht wirklich. Der hat halt Pech gehabt. Alter, seid ihr alle bescheuert? Was macht ihr hier? Verpisst euch! So, die 1000 Goals haben wir schon mal. Sehr schön. Ich muss diesen dämlichen Motivator endlich besiegen. Ja, diese Kraft, Link, du bist ein wahrer Held. Der bestimmt auch mal ganz gut gefällt, nicht wahr? Ja, die Tore zum Velikopter sind verschlossen. Ach nein. Ich dachte, sie sind Sperrangelbett offen. Ja, diese unnötig dämlichen Klugscheiße kommen. Naja, hey, Robin ist vom Velikopter vertrieben. Er ist halt ein Nichtskönner. Das ist schon wieder Stoßtuchbau, Alter. Verpisst euch. Ihr habt hier nichts verloren. Geht nach Hause zu euren fetten Mammis. Euren ballblinden Mammis. Warten schon auf euch. So, ein Dunkel-Errolfos. Na los, komm her. Riesenwirbelattacke. Voll ins Gesicht. Was? So, Festungskommandant ist schon aufgetaucht. Und auch schon abgekratzt. Ah, ist man erfolgreich. Da haben wir sogar noch ein bisschen extra Geld. Du hast eine feierliche Festung erobert. Oder die feierliche Festung sogar. Genau die eine, die du erobern musstest. So, Festungen, die sind offen. Ja, die Tor zum Feierlich-Hauptgut, die waren auch schon geöffnet. Ja, sehr gut. Die gesamten Trumpf und Gandalf rücken gegen Zelda vor. Na, irgendwie logisch. Zelda darf nicht fliehen. Das habe ich mir schon gedacht. So, also die 1200 Groß habe ich alle längst schon überschritten und zeitlich, ja, nicht ganz 8 Minuten sind vorüber. Da mache ich jetzt erstmal diesen verdammten Motivator endlich platt, weil der geht mir ganz schön auf die Nerven. So, was willst du hier, du Schwabbel? Achso, bist ja gar kein Schwabbel, bist ein Errolfos, habe ich dich verwechselt. Dachte, das wäre schon wieder so ein komischer Schildmobbling gewesen oder so. Nö. So, komm her. Und stirb. So, das war's. Der Motivator ist hin. Er wurde besiegt. Und er hat voll auf die Fresse gekriegt. Ja, der Motivator wurde besiegt, immer weil der Trumpf von Gandalf sinkt. Haha. Muschel Cyro haben wir auch noch erobert. So, oh mein Gott, da ist irgendwo höchste Gefahr. So, das ist die Mittelfeldfestung. Das ist aber wunderbar, Link. So, die eine Tür da oben ist dummerweise immer noch nicht offen. Naja. Bestfeldfestung steht auch kurz davor zu fallen. Das kümmert mich nicht wirklich. Sag mal, was ist denn hier drin los? Meine Güte, das sind ja... Ja, Dunkel-Errolfos. Zwei Dunkel-Errolfos, also... Holy moly, Macaroni, my pony. Das ist ein bisschen sehr viel. Damit werde ich mich jetzt aber auch nicht aufhalten. Zelda wird es schon gut gehen. So, Gandorf. Du bist jetzt dran. Na, Vorsicht. Was? Ganon wurde im feindlichen Hauptgott hier gesichtet. Was? Der auch noch. Fiese Überraschung, hä? Ganz, ganz fies. So, aber Gandalf ist eh gleich hin. Und zwar jetzt.
Haha. So, besiegen den feindlichen Feldmarschall. Ach du heilige Scheiße. Wow! Toll, ja. Und irgendwie gerade jetzt... Ja, das kann nicht sein, ich bin unbesiegbar. Trotzdem habe ich mich gerade in meine Monsterform verwandelt. Ich war total unlogisch gerade. So, aber richtig fies, oder? Dass auf einmal jetzt auch noch hier wieder Ganon auftaucht. Gleichzeitig mit Gandalf eigentlich. So, was machst du? Was machst du? Gehst du zu besiegen wie immer? So, Achtung. Gut, solange Selen sichert ist, ist alles andere ja wurscht. Ah, okay, Moment, er macht wieder den Quatsch mit dem Flammenatem. So, jetzt kriege ich dich aber mit meinem Enterhaken hier, mit meinem Fanghaken. So, komm her. Und runter mit dir. Du fettes Rindvieh. Sag, Alter, voller Stoß dran abgebrochen. Wie immer. So, was jetzt? Was denn nun? Ah, okay, gut, wieder der Quatsch. Zack. So, jetzt nur noch mal entweder Bogen oder Bomben. Entweder oder, was machst du als nächstes? Ja, erstmal hier so rumtwisten. So, oh Gott, jetzt kommen ja die anderen feierlichen Typen auch noch. Die stören ganz schön. So, was? Ostenfestung ist an den Turm von Gandalf gefallen? Das ist ganz schön assi. So, take this. Bam. Jetzt sind wir ganz schnell hier bombenlos. Haha. Ja, das tut ganz schön weh, was? Jetzt muss ich nur noch aufpassen. Wegen seinem Schwachpunkt. So. Und in your face. Harry Hopper ist ein Bedrängnis. Na und, wie? Die sind aber schon gefährlich nah am Hauptkurs dran. Nicht so cool. Das sieht ja nur zurück. Na und, Ganon ist eh gleich hin. Und zwar jetzt. Stirb. So, du hast Gandalf besiegt, ja, und Ganon auch. Das muss jetzt aber auf jeden Fall Rang A sein. Na klar doch, 50.000 Rubine bekommt man für den Sieg in dieser Schlacht. Geil! Da kann man richtig schön Rubine farmen. Richtig super. So, Todbringerschwerter, naja, mit 4 Sternen, ich habe schon welche mit 5. Und dann, einen 8-Bit-Pfeil mit 3 Sternen für Girahim und sogar 2 versiegelnde Fähigkeiten. Und dann nochmal 5 Sterne Goldhandschuhe mit einer 2000er Fähigkeit. So, du kannst aber nur 10 Waffen der selben Art besitzen. Naja, gut, dann... Diese Schwerter des Bösen können weg und Schwerter der Finsternis hat eine legendäre Fähigkeit. Okay, lassen wir das mal. So, und jawohl, endlich mal wieder zum zweiten Mal bisher. Erst zum zweiten Mal habe ich in Gold Ganons Hauer bekommen. Sein Goldmaterial, habe ich ja richtig Glück gehabt. Und Xanthos magisches Juwel mal wieder und ein bisschen Erlafos Leder. Oh, da habe ich wenigstens den Aran geschafft, aber da drüben links, das ist ja impossible. Na gut, Leute, den Part würde ich jetzt aber trotzdem gerne mal beenden und im nächsten werde ich dann die letzten beiden extra Schlachten machen. Und zwar haben wir hier oben in der Mitte die Bossgalerie. Ja, ich verstehe zwar nicht, warum da steht, das empfohlene Element ist Wasser, weil mit Link in sowas mit der großen Fee kämpfen, die ja Element Wasser ist, ist glaube ich nicht ganz so toll. Ich glaube, da nehme ich doch wieder das normale Master-Schwert dann. Und hier unten in der Mitte, das ist jetzt nur durch den Master-Quest-Download-Content, da gibt es dann jetzt noch eine Schlacht, weil ich auch das 6. Bild vollständig habe, mit dem Namen Vorwärts zum Sieg. Gut, gut, gut. Dann, Leute, bis zum nächsten Mal bei Hyrule Warriors auf der doch relativ kleinen, aber ziemlich spannenden und krassen Extra-Karte. Macht's gut, Leute. Tschüss!